ja wieder umgeschaut nach Prominenten und ich habe ihn getroffen, den Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden, Sven Gehrig. Hallo. Hallo, guten Abend. Was machen Sie denn hier? Mein Mainzer Kollege Ebling, den habe ich vor wenigen Stunden getroffen. Der hat gesagt, also pass mal auf, wir haben Oktoberfest, das musst du gesehen haben, das ist großartig. Ja, ich habe mit Mühe und Not noch eine Karte bekommen und ja, jetzt bin ich hier. Aber hat er Ihnen auch gesagt, dass die Alexandra Philipps hier mit Kamera unterwegs ist und Promis schnappt und mit denen ganz lustige Sachen macht? Nein, das hat er mir verschwiegen und darüber werden wir noch zu reden haben. Gut so, ich würde sagen, ich nehme Sie jetzt einfach mal mit. So. Jetzt schauen Sie mal, wen ich da habe. Gary von den Klostertalern. Nee. Du bist der Gary. Du bist der junge Oberbürgermeister. Ja. Der Schönste, habe ich mir sagen lassen. Der Schönste, kennst du mehrere? Ich küsse dich aber nicht. Warum nicht? Feigling. Also man merkt schon, da ist eine Sympathie da, ne? Gary. Unser lieber Oberbürgermeister aus Wiesbaden hat mir gerade gebeichtet, er kann kein Schuhplattlern. Was für eine Sünde. Was für ein Zufall, dass ich das aber kann. Und wie komme ich da spontan auf die Idee, dass du es ihm beibringen könntest? Ja, da muss ich jetzt durch, da muss ich jetzt durch. Wir müssen uns noch darauf einigen, wer springt. Ja, aber es geht eh schon relativ schnell. So, Gary, was sagst du? Ist er ein Naturtalent? Ja, ein pures Naturtalent. Pur. Hat Spaß gemacht? Das ist einfach ein guter. Also einen besseren Lehrer hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Danke, danke, danke. Eieieiei, ich glaube, wir gehen jetzt besser mal raus, weil die haben sich noch ein bisschen was zu sagen. Ich sage Tschüss vom Mainzer Oktoberfest.